Hey zusammen, Togi hier. Ich bin immer noch mit Tino unterwegs und heute schauen wir uns mal die einzelnen Komponenten einer solchen Fahrzeugelektrik an und was deren Funktion ist. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. So, wir stehen jetzt in meinem Camper. Natürlich ist jede Camper-Elektrik irgendwo ein kleines bisschen anders. Ich habe hier tatsächlich schon relativ viel von der Grundausstattung her drin. Und wir gehen jetzt einfach mal die einzelnen Komponenten durch. Und ja, Tino wird euch erklären, was die Komponenten so ja, zu tun haben. So, Tino, wo fangen wir an? Ich sag mal, wir fangen mit der Batterie an. Das ist so die Zentrale in so einem Campingfahrzeug, wo quasi die Energie letztendlich herkommt. Das ist ja das Thema dieser ganzen Geschichte. Ja. Bei Batterien gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Standardmäßig ist bei den meisten Campern eine Bleibatterie drin, meistens eine AGM-Batterie. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede bei den Bleibatterien. AGM ist von der Technik das gängigste. An der Stelle allerdings auch vielleicht nicht das Optimum, wenn man das Fahrzeug intensiver nutzen möchte. Und hier habe ich schon die Möglichkeiten, dann zum Beispiel die Kapazität zu erweitern oder ganz sogar auf aktuelle Lithiumtechnik umzuschwenken und hier dann sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Batterien zu nutzen. Diese sind im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien nicht brennbar, sind im Fahrzeug auf jeden Fall sicher aufgehoben, haben ein BMS drin, ein sogenanntes Batterie-Management-System, was die Batterie komplett verwaltet und technisch in dem Moment sicher ist. Aktueller Stand der Technik auch. Nochmal ganz kurz, in diesem Fahrzeug gibt es ja aber auch zwei Batterien, soweit ich weiß. Es gibt ja eine fürs Fahrzeug und eine, die für den Wohnraum da ist, richtig? Ja, genau, richtig. Der Unterschied ist jetzt wo? Der Unterschied ist halt, es gibt natürlich noch die fahrzeugeigene Batterie, die Starterbatterie. Die ist für den Camperbetrieb erstmal nebensächlich. Natürlich ist im Fahrzeug vorhanden und ich zapfe dieses Basissystem über gewisse Ladetechnik an, um auch zum Beispiel während der Fahrt in die Zweitbatterie, in diese Aufbaubatterie sogenannte, auch Energie reinzubekommen. Die Starterbatterie ist halt für das Fahrzeug selbst, damit das fahren kann, damit das auch starten kann, damit ich das Fahrzeug an sich bewegen kann und das war es dann schon für die Starterbatterie. Du hast es gerade schon eben angesprochen, das Fahrzeug bzw. die Starterbatterie lädt ja auch in irgendeiner Form die Aufbaubatterie. Wie genau funktioniert das? Was brauche ich dafür? Das Einfachste dafür ist einfach schon ein Trennrelais. So ist es herkömmlich gemacht bei den meisten Fahrzeugen im Standardbereich heutzutage auch immer noch. Das funktioniert. Wenn ich bei der Starterbatterie eine Bleibatterie habe, was üblich ist im Aufbaubereich, eine AGM, auch so Blei, habe ich sehr ähnliche Batterietechniken. Da ist ein Trennrelais wunderbar und macht erstmal seinen Job. Wenn ich es aber optimaler haben möchte, einfach um eine bessere Ladung zu haben, eine stabilere Ladung und vor allem auch eine kontrollierte Ladung, macht hier auch schon der Einsatz eines Ladeboosters einen Sinn. Spätestens, wenn ich auf Lithiumbatterien umschwenke im Aufbaubereich, dann muss auch ein Ladebooster zwingend sein, aus verschiedenen technischen Hintergründen. Okay, also haben wir jetzt sozusagen schon mal eine Möglichkeit geschaffen, die Aufbaubatterie wieder nachzuladen. Das heißt, während der Fahrt, ich bewege mich 4-5 Stunden an mein nächstes Ziel und kann sozusagen während der Fahrt meine Aufbaubatterie schon wieder laden, die dann wieder dafür zuständig ist, mein Fahrzeug, also mein Licht, meine Heizung, meinen Kühlschrank betreiben zu können sozusagen. Genau richtig, ja. Okay, was wäre dann doch die nächste Möglichkeit? Wie kann ich noch weiter meine Aufbaubatterie wieder aufladen? Ja, die nächste gängige Variante in einem fertigen Camper ist die Ladung über Landstrom. Dafür habe ich dann halt die Möglichkeit, nutze dann die Außensteckdose. Im Fahrzeug ist serienmäßig drin bei den Standardkastenwagen auch schon ein Landladegerät, so nennt sich das. Das ist nur für die Ladung der Aufbaubatterie da mit Landstrom. Hat dann auch noch eine zusätzliche Ladung, um die Starterbatterie auch noch mitzuladen. Das heißt, über Landstrom kann ich beide Batteriesysteme laden, prioritiv auf jeden Fall dann die Aufbaubatterie. Das wäre der nächste Schritt und wenn ich das Ganze noch erweitern möchte, haben viele Anbieter auch die Möglichkeit, dass ich schon ein Solarpaket mit dazu buchen kann, optional, und habe da schon die dritte und auch sehr gängige Möglichkeit, auch wieder nachzuladen, nämlich Solar. Okay, wir haben also sozusagen drei Möglichkeiten, wieder aufzuladen, während der Fahrt, über Solar oder halt über den Landstrom dann auf dem Campingplatz sozusagen. Ich habe ja hier oben in meinem Fahrzeug so ein kleines Panel, wo ich jetzt das Licht einschalten kann, Wasserpumpe und Zustände abfragen kann und so weiter. Wie ist eigentlich, also man kennt jetzt so die einzelnen Komponenten des Fahrzeugs, aber wie wird das Ganze gemanagt? Da gibt es ja noch so ein
so ein Block oder eine Zentraleinheit, die sowas macht wahrscheinlich? Da gibt es eine sogenannte Elektrozentrale. Die erkennt man meistens daran, dass da viele kleine Sicherungen drauf sind, diese sogenannten Kfz-Sicherungen. Und das ist der Zentralbereich an der Camper-Elektrik bei einem Serienfahrzeug. Dort ist einerseits die Batterie angeschlossen, die Aufbaubatterie, und in dieser Elektrozentrale habe ich verschiedene Schaltkreise und Strompfade mit Sicherungen, und von wo aus ich dann die fahrzeuginternen Verbraucher alle betreibe. Da wäre zum Beispiel der Kühlschrank, wir haben eine Standheizung drin, die natürlich auch 12 Volt benötigt, wir haben eine Wasserpumpe da drin, diverse Beleuchtungen und auch USB und 12 Volt Steckdosen. Das Ganze wird von dort aus verteilt und gesteuert. Und zusätzlich, wie gerade schon gesehen, gibt es ein Zentralpanel, wo ich verschiedene Sachen noch ablesen kann, verschiedene Batteriespannungen, auch Tankzustände, und kann von dort auch schon eventuell verschiedene Lichtszenarien schalten. Okay, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, diese Zentraleinheit. Man muss sich das ja so vorstellen, ich denke mal, viele, die keine Ahnung davon haben, die denken sich, man zieht so ein Kabel durchs ganze Fahrzeug und steckt dort überall so seinen Verbraucher ran und ist dann mehr oder weniger fertig. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das im Endeffekt so, dass man von dieser Zentraleinheit, die jetzt in dem Fahrzeug zum Beispiel hier unter dem Sitz steckt, von dort aus jeweils die Kabel zu den einzelnen Verbrauchern hinzieht. Also es ist ja dann schon deutlich mehr Aufwand eigentlich, als so wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Ja, tatsächlich ist es sehr, sehr komplex, was hier drin passiert an Kabeleien. Hier ist ein riesengroßer Kabelbaum drin, der beim Bau des Fahrzeugs mit verlegt wird. Und tatsächlich sind viele Stromkreise, die einzeln von dieser Elektrozentrale kommen, direkt zu den Verbrauchern hin. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, diese einzelnen Stromkreise abzusichern, wenn irgendwo mal vielleicht ein Fehler passieren könnte. So, jetzt sind wir ja soweit durch. Erstmal mit der Grundkonfiguration des Fahrzeugs, also auch so wie mein Fahrzeug jetzt hier ausgestattet ist. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man noch erweitern kann. In meinem Fall laufen alle Geräte jetzt auf 12 Volt. Der Kühlschrank, die Wasserpumpe, die Standheizung, alles ist 12 Volt. Das ist reine Batteriespannung. Zu Hause kennt ihr vielleicht, ihr habt ja eine Steckdose. Das, was aus der Steckdose rauskommt, ist deutlich höher. Das sind 230 Volt. Da könnt ihr dann einen Föhn, eine Kaffeemaschine und so weiter anstecken. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Auch das ist hier in einem Kastenwagen möglich. Tino, was brauche ich dafür? Ja, dafür brauchen wir einen sogenannten Wechselrichter. Das ist ein Gerät, was aus den 12 Volt von der Batterie 230 Volt macht und aus der Gleichspannungbatterie sogar eine Wechselspannung. Genau wie wir das zu Hause aus der Wohnung kennen, aus der Steckdose, wo wir unsere großen Geräte einstecken. Und genau damit haben wir dann die Möglichkeit, auch in einem Camper, unabhängig von Landstrom, ganz autark da, wo wir jetzt aktuell sind, eine Kaffeemaschine zu betreiben, den Föhn zu betreiben, damit den Laptop zu laden oder ähnliche Dinge, die halt mehr Strom benötigen. Und ist das dann egal, was ich mir dafür einbaue an Wechselrichter? Also gibt es da verschiedene oder wie funktioniert das? Ja, auch da gibt es wiederum Unterschiede, nicht nur in den Baugrößen, was jetzt die Leistung angeht, sondern auch in der Funktion. Es gibt sehr günstige Wechselrichter, die haben eine sogenannte modifizierte Sinuswelle. Die ist tatsächlich für moderne Elektrogeräte unter Umständen sogar schädlich und nicht das Optimum. Und hier rate ich schon an dieser Stelle zu einem Wechselrichter mit einer reinen Sinuswelle. Dann habe ich genau das, was ich in der Wohnung habe. Alle Geräte funktionieren einwandfrei. Und Leistungsstufen gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene, so kenne ich das zumindest. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt nur ein Laptop-Netzteil anstecken möchte oder ob ich meinen Heizlüfter mitschleppen möchte zum Beispiel. Ja. Ist vielleicht auch gerade ein interessantes Beispiel, Heizlüfter und Kastenwagen. Die Frage bekomme ich sehr häufig. Ich habe keine Standheizung, ich würde jetzt gern über 24 Stunden oder über 12 Stunden, über eine Nacht einen Heizlüfter mit 2000 Watt anstecken. Geht das? Grundsätzlich ja. Also es ist möglich, einen Heizlüfter mit 2000 Watt in einem Fahrzeug umzusetzen. Allerdings die Batteriekapazität bietet überhaupt nicht die Möglichkeiten, das über mehrere Stunden hinweg laufen lassen zu können. Da müsste ich das halbe Fahrzeug nur mit Batteriekapazität ausstatten, um das darzustellen. Also heizen elektrisch in einem Fahrzeug, nein, das wird nicht funktionieren. Aber grundsätzlich gibt es diese Wechselrichter in verschiedensten Baugrößen. Wenn es nur darum geht, vielleicht einen Laptop zu laden mit 100, 150 Watt. Oder ich habe halt wirklich eine Padmaschine, die auch ganz gern verwendet wird. Da bin ich im Bereich von 1300, 1400 Watt. Oder ganz sogar, wenn die Dame halt einen Föhn betreiben möchte mit 2000 Watt oder vielleicht etwas mehr. Auch das ist möglich in einem Fahrzeug. Da kommt mir jetzt gerade noch eine Frage, wenn ich 230 Volt im Fahrzeug habe, ich kann ja auch von außen 230 Volt anstecken. Angenommen, ich habe jetzt den Wechselrichter laufen und stecke einfach gleichzeitig draußen den Stecker an, explodiert mir da nicht eigentlich irgendwas?
wenn es vernünftig umgesetzt, passiert dort überhaupt nichts. Hier sollte eine sogenannte Netzvorgangsschaltung mit umgesetzt werden. Das gibt es bei verschiedenen Wechselrichtern schon mit inklusive. Ist im Gerät verbaut, muss entsprechend mit angeklemmt werden. Oder ich habe auch die Möglichkeit, eine externe Netzvorgangsschaltung mit einzubauen. Und genau dort habe ich die Trennung zwischen Landstrom und selbsterzeugtem Strom. Und dort kann dann auch absolut nichts passieren, dass dort irgendwelche Kurzschlüsse auftreten oder sonstige Fehler. Und wie entscheidet das Gerät jetzt, was von beiden jetzt wichtiger ist? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich beides anstecke und das Gerät überlegt jetzt, ich habe jetzt beides, das macht ja keinen Sinn. Genau. Das macht das Gerät alleine. Die meisten Netzvorgangsschaltungen, wenn die extern sind zum Beispiel, haben die einen priorisierten Eingang, wo ich dann tatsächlich selbst auch noch entscheiden kann, wenn jetzt beide Spannungen anliegen, welche von beiden durchgeschaltet wird. Hier nehme ich im Allgemeinen den Landstrom, weil dann habe ich natürlich Landstrom mit mehr Kapazität. Und aber wenn ich dann Verbraucher im Fahrzeug nutze, mache ich nicht erstmal meine eigene Batterie leer, sondern nutze halt den Landstrom, der zur Verfügung steht. Also hier gibt es auch die Möglichkeiten, das so oder so zu konfigurieren. Grundsätzlich macht es Sinn, den Landstrom hier den Vorrang zu geben. Genau, und in dem Moment, wenn ich Landstrom anstecke, schaltet sich dann auch das Ladegerät dazu. Meine interne Batterie, also sozusagen mein Wechselrichter wird abgeschaltet. Die interne Batterie wird wieder aufgeladen. Ja, und bin dann sozusagen wieder mit einer vollen Batterie unterwegs. Genau. Je nach Konfiguration des Fahrzeugs ist es halt möglich, sollte es so sein, dass sobald Landstrom angestöpselt wird, die Aufbaubatterie mitgeladen wird und das Ganze soweit dann auch funktioniert ohne Probleme. Okay, eine Frage noch, die ich mir bis jetzt auch noch nicht beantworten konnte. Wenn ich Landstrom anstecke, wird meine Fahrzeugbatterie, also quasi die Batterie, die sich vorn im Fahrzeug, die nur fürs Fahrzeug selbst zuständig ist, wird die mitgeladen? Im Allgemeinen ja. Bei einem Standard-Camper ist das tatsächlich so umgesetzt, wenn die Aufbaubatterie einen gewissen Füllstand erreicht hat, dann wird ein zusätzlicher Ladepfad freigeschaltet, der die Starterbatterie dann auch noch mitlädt. Und je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Selbstausbau habe, was auch in meinem Portfolio drin ist, nicht nur Kastenwagen, die fertig sind, sondern auch Selbstausbauten, kommt es dann auf die Art und Weise der verwendeten Geräte an, dort auch einen Ladezweig für die Starterbatterie mit zu integrieren. Ich bin ja jetzt eher der Typ, der nicht unbedingt gern auf Campingplätzen steht, sondern ich möchte ja viel freistehen. Deshalb gibt es ja auch Powerstationen auf meinem Kanal. Tino, was kann ich machen, dass ich länger freistehen kann? Wie gesagt, ich habe lange keine Steckdose in der Nähe und eine Powerstation auch nicht immer mit. Und dann geht meine Batterie zu Neige. Was habe ich für Möglichkeiten? Genau, richtig, ja. So schön die Batteriekapazitäten sind und die großen Geräte, die ich betreiben kann, irgendwann wird die Energie weniger, die ich bevorrate in meiner Batterie und dann muss ich nachladen. Das Gängigste ist an dieser Stelle, gerade wenn ich freistehe, eine Solaranlage zu nutzen. Fachmännisch natürlich Photovoltaik. Und das Ganze gibt es dann auch in verschiedenen Variationen. Das Einfachste wäre, das Ganze wirklich auf dem Fahrzeugdach zu integrieren mit Rahmenmodulen oder ganz sogar flexiblen Panels, die dann flach aufgeklebt werden. Und hier dann auch die Größe dieser Photovoltaikanlage den eigenen Bedürfnissen anzupassen und natürlich auch dem Reiseverhalten. Das hatten wir im ersten Video schon mal angedacht. Und wenn ich das Ganze noch ein bisschen erweitern möchte oder einfach flexibler sein möchte, dann habe ich auch die Möglichkeit, ein mobiles Solarpanel zu nutzen. Muss dafür einen weiteren Solarregler auch wiederum installieren und dann habe ich die Möglichkeit, das mobile Solarpanel neben das Fahrzeug zu stellen oder ganz sogar auch ein paar Meter weiter weg. Wenn ich zum Beispiel das Fahrzeug im Sommer in den Schatten stellen möchte, dann würde eine Dachsolaranlage wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ich habe trotzdem noch erträgliche Temperaturen im Fahrzeug und kann über das mobile Solarpanel, was ich dann in die Sonne reinstelle und auch dann der Sonne nachführe, darüber wieder Energie zurückgewinnen und meine Batterie auch dann wieder füllen, damit ich meine Geräte auch betreiben kann. Genau, das kennen wir ja soweit auch von den Powerstationen. Das ist ja auch der Vorteil. Also ich persönlich bin ja mehr so der Fan von diesen mobilen Solarpanelen, weil ich die eben in die Sonne stellen kann und kann meinen Camper aber in den Schatten stellen, sofern Schatten vorhanden ist. Ist natürlich eine tolle Sache und man hat die Möglichkeit, viel, viel einfacher zu sagen, wenn man jetzt sagt, ich habe ein 120 Watt Panel, reicht mir, dann kommt man so langsam in den Herbst oder in den Winter und merkt, 120 Watt sind dann doch ein bisschen wenig, hat man dann trotzdem noch die Möglichkeit aufzustocken und sich ein größeres Panel dann im Endeffekt zu holen, ohne dass man noch mal in eine Werkstatt muss und sich ein neues Panel aufs Dach kleben lassen muss, nehme ich mal an. Oder gibt es da noch was zu beachten? Laderegler, irgendwas in die Richtung? Die Möglichkeiten aufzustocken sind immer da. Tatsächlich muss man hier mehr ins Detail gehen und sich wirklich angucken, was ist vorhanden aktuell, welche technischen Daten haben diese Geräte, was habe ich dort überhaupt für Möglichkeiten, die vorhandene Solaranlage eventuell etwas aufzustocken, oder muss ich hier den Schritt gehen und sagen, okay, das, was
bereits vorhanden ist und drauf ist auf dem Dach, belasse ich so, fasse das gar nicht weiter an und setze nochmal komplett neu an und installiere eine zweite Solaranlage. Bei einem mobilen Solar bin ich damit ein bisschen flexibler, aber dort eher die Möglichkeit, was nachzusetzen. Allerdings auch hier muss ich es mir wirklich genau angucken, was für Möglichkeiten habe ich, um dort das Ganze auch zu erweitern, den Bedürfnissen anzupassen. Genau, wenn es halt in den Winter reingeht, beziehungsweise aus den Sommermonaten raus, die Sonne steht flacher, die Tage werden kürzer, natürlich habe ich nicht mehr so viel Solarertrag und muss dann halt überlegen, reicht es mir noch aus, was ich von der Sonne an Energie bekomme, oder muss ich dort tatsächlich aufstocken? Wo wir gerade nochmal bei dem Thema Erweiterungen sind, ich habe jetzt noch ganz speziell in meinem Fahrzeug ein Problem. Hinten im Schlafbereich habe ich zwar ein Licht, aber weder eine USB-Steckdose noch eine 12-Volt-Steckdose oder sonst irgendwas. Könntest du mir sowas dorthin bauen? Könntest du das erweitern? Grundsätzlich erstmal ja, allerdings muss ich auch hier mir das genau anschauen, was ich für Möglichkeiten habe. Wenn es jetzt darum geht, eine 12-Volt-Steckdose nachzusetzen, brauche ich einen vernünftigen Querschnitt, muss eine gute Absicherung haben und sollte da idealerweise wirklich eine neue Leitung ziehen. Quer durchs Fahrzeug sehr, sehr aufwendig. Bei USB-Steckdosen geht das ein bisschen entspannter. Dort kann ich unter Umständen auch an eine vorhandene Beleuchtung mit ansetzen. Die Stromkreise dafür geben das im Allgemeinen her. Und auch hier ist es wirklich sehr, sehr fahrzeugspezifisch. Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten. Hier spreche ich wieder die Ausgangssituation an und muss gucken, was überhaupt möglich ist. Genau, also wenn das speziell Leute interessiert, die müssen halt dann wirklich zu dir kommen und müssen dich erstmal fragen, dir wahrscheinlich Bilder schicken, dass du dir das ungefähr anschauen kannst und musst das dann von Person zu Person anders individuell entscheiden sozusagen. Genau, richtig. Also hier die Ausgangssituation muss ich relativ gut mitbekommen, weil erfahren, wo welche Geräte sind, wo der Kunde was haben möchte, damit ich mir dann überlegen kann, ist das umsetzbar, vielleicht mit welchem Aufwand, ist es auch finanziell dann realistisch, das Ganze zu machen. Ja. So, ich hoffe, ihr habt zumindest jetzt erstmal einen kleinen Einblick bekommen, ja, wie so eine Camper-Elektrik funktioniert, welche Komponenten dazugehören, ja, und mit welchem Aufwand das Ganze verbunden ist. Wenn ihr jetzt selbst Interesse daran habt, irgendwas an eurem Fahrzeug ändern zu lassen oder ihr habt sogar einen Selbstausbau und ihr braucht noch ein komplettes Konzept, wie du es nennst, ne, ein Elektrikkonzept sozusagen. Tino, wie könnte ich die Leute erreichen, beziehungsweise fangen wir vorne an, was bietest du eigentlich alles? Was biete ich? Grundsätzlich geht es los erstmal mit einer Beratung. Man kann bei mir eine Beratungsstunde buchen. Das ist über meine Homepage alles findbar. Und von der Beratung ausgehend geht es dann weiterhin zu einer Konzepterstellung. Und wenn die Kunden das möchten, dann geht es auch ganz sogar so weit, dass ich das Ganze umsetze mit den Kunden zusammen. Beziehungsweise dann halt auch wirklich zu den Kunden hinfahre vor Ort und das Ganze dann letztendlich realisiere. Die Kernbereiche meiner Aufgaben sind tatsächlich die Energiespeicherung, Energieerzeugung und Verteilung. Das heißt so, der Kern der ganzen Camper-Elektrik ist damit bei. Was ich unterwegs nicht umsetzen kann, sind sämtliche Dachinstallationen. Da gehört dann leider auch die Photovoltaik dazu. Ansonsten so ziemlich alles, was im Fahrzeug dann diese Kernbereiche betrifft. Das ist genau das, was ich tun kann. Der Vorteil beim Tino ist natürlich, er kommt bestenfalls zu euch nach Hause oder zumindest in eure Nähe. Ihr müsst euch keine Werkstatt suchen, ihr müsst euch nicht auf irgendjemand verlassen. Und wo ihr vielleicht nicht wisst, kann derjenige das oder macht er das so nebenbei oder wie auch immer. Tino, hat er schon wie lange Erfahrung mittlerweile? Ja, mittlerweile seit anderthalb Jahren und genau das ist die Idee des Ganzen. Ich fahre zu den Kunden hin, setze dort vor Ort um. Genau, und das ist halt das Tolle an der Sache. Und wenn ihr jetzt Interesse daran habt, mit Tino in Kontakt zu treten, wie machen das die Leute am besten? Ja, am besten über meine Homepage. Genau, dort findet ihr dann Kontaktformular, Terminbuchung etc. Und könnt euch dann direkt mit Tino in Verbindung setzen und könnt euren Van, euren Selbstausbau, Wohnmobil, was nicht alles dazugehört, mit Tino zusammen umsetzen. Tino, herzlichen Dank für das tolle Interview und ich denke, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Auf jeden Fall. Und bevor ihr jetzt völlig überstürzt zu Tino rennt, schaut euch auf jeden Fall nochmal den ersten Teil an, denn da habe ich mit Tino mal zusammengefasst, was überhaupt erstmal wichtig ist, was ihr vorher herausfinden müsst an eurem Fahrzeug, was vorhanden ist, was nicht vorhanden ist, was ihr möchtet, euer Weg dorthin, um eure Änderungen umzusetzen. Und ja, das könnt ihr euch alles nochmal anschauen im ersten Teil, den ich euch hier oben nochmal verlinkt habe, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht kennen, würde ich euch empfehlen, jetzt den Kanal zu abonnieren und am besten auch noch die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.